Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und recht herzlich willkommen hier auf der Obertal. Es ist vollbracht, unsere Felder sind alle vorbereitet, wir haben nichts mehr zu tun bei den Tieren, unsere Produktionen sind versorgt, das heißt, wir könnten eigentlich ja, mit dem Winterschlaf anfangen. Und das werden wir auch tun, gleich nach dem Intro. So, da sind wir schon wieder. Ich werde mich mal gleich in die Ecke verziehen, bevor wieder alles zu spät wird hier und ich zweimal aufnehmen darf. Ich habe hier Hundi gesehen, zufälligerweise. Ja, und dann geben wir denen doch mal was zu futtern. So. Hundi, bitteschön. Lass dir schmecken. Da läuft er. Schnurstracks an uns vorbei. Es geht nichts über Futter. So, dann werden wir mal hier einen Schneemann erscheinen lassen. Denk mal, im Dezember wird der wohl kommen. Gucken wir mal danach. So, dann wünsche ich euch eine wunderbare Nacht. Ja, es war nicht anders zu erwarten. Oh, Schneemann ist doch noch nicht da. Aber wir müssen Wolle fahren. Ich mach mal kurz eine Runde. Gott. Ein bisschen Tag kann es ja schon sein, aber ja, schließlich was sehen. Auch wenn wir das schon auswendig können. So. Mäh. So, da ist sogar schon alles eingestellt. Garantiert. Wir haben ja nichts anderes gemacht, außer Wolle gefahren. Ah, nee. Doch nicht. Na gut, das können wir ja trotzdem machen. Schwupps. Wir fahren zu den Tieren. Und da haben wir die Schafe. Wollebeladung. Zack. Spinnerei, Anlieferung, Paletten, einmal, Abfahrt. Sobald ich den losgeschickt habe, gucken wir kurz in den Produktionen, ob es nach dem Schlafen was zu tun gibt. Voilà. Die eine oder andere Produktion kann ja wieder ausgefallen sein, wegen Produktionsmängel, Ware, die nicht da ist und gebraucht wird. Das sehen wir ja gleich. Ich kann ja mal, warte mal, jetzt schicken wir den erst weiter hier. So, wir haben sie geladen und dann jetzt geht's zum Abladen. So, und wir gehen mal unsere Felder durch. Gut, da oben brauche ich nicht gucken, da ist ja nichts drin. Da müssen wir warten bis zum März. So, dann gehen wir mal hier gucken. Ja, seht ihr, da habe ich vergessen, das ist ziemlich groß geworden. Das Unkraut. Da sind wir Stufe 3 von 7 mit Weizen. Und gegenüber haben wir auch Weizen drin. Logischerweise auch Stufe 3 von 7. So, dann haben wir hier
unsere gute Gerste. 3 von 6. Und gegenüber geht es der Gerste auch ganz gut. Wunderprächtig. So, was haben wir da unten? Da wollte ich ja Sachen reinmachen, die kein Stroh geben. Da haben wir Mohn, richtig, Mohn. Deswegen, damit wir Backmohn draus machen können. Weil unser Bäcker kann ja auch Mohnbrötchen, die wollen wir ja auch mal produzieren. Da sieht es auch ganz gut aus. Nee, halt, da oben muss ich gucken. Da wird auch Mohn drauf sein. Jawohl, auch Mohn. So, hier haben wir ja unsere Pappeln drauf. Mal gucken, wie weit die sind. Da waren wir schon eine Weile nicht mehr. Oh, die sind schon recht groß geworden. Aber dauert noch eine ganze Weile, bis die geerntet werden können. Wird das letzte Mal sein, wo ich Pappeln ernte. Da kommt dann auch was anderes drauf, auf dieses Feld. Und zu guter Letzt haben wir noch hier unsere 29. Da ist auch Weizen drauf. Und dem geht es auch ganz prima. Und unser Grasfeld da oben, da brauchen wir ja nicht gucken. So, dann können wir jetzt in die Produktion gehen und da mal einen Blick drauf werfen. Schawups, schawups. Und fangen wir mal oben an. Kleidung, klar, denn er fehlt an Stoff. Aber da möchte ich erst ein bisschen Stoff zusammen haben, bevor sich das lohnt, es dahin zu fahren. Honig läuft, Silage läuft. Ich habe nämlich keine Silage mehr im Futtersilo. So, hier seht ihr hier die Mohnbrötchen. Die brauchen das Backmohn. Läuft aber alles. Düngerfabrik läuft wunderbar. Hier die Silage. Die ist am Laufen. Karottensaft haben wir angepflanzt, das dauert noch eine Weile. Unsere Futter läuft, Leder läuft. Da müssen wir mal gucken, wir haben 100.000 Leder. Die haut ich gleich weg. Dann würde ich sagen, in dieser Folge bauen wir mal unseren Schuster auf, damit wir mal neue Ware kriegen. Da läuft alles, da fehlt die Milch. Fleisch läuft, da fehlt die Milch. Oh, unsere Trauben. Wir sehen, die sind schon wieder voll. Also dieses Gewächshaus ist doch sehr, sehr ergiebig, produziert schneller, wie Fritzi Spitzi es verarbeiten kann. Schaut mal, wir haben noch 133.000 Trauben. Tomatensaft ist bald voll. Ja, dann würde ich sagen, wir werden die Trauben da unten einmal auf Lager legen. Oliven, die machen nichts mehr, weil wir keine Paletten mehr haben. Das heißt, wir müssen da auch Paletten hinfahren. Denen können wir mal Pause. Stoff können wir, ja, lohnt sich so langsam. Können wir mal hinfahren zur Bekleidungsfabrik. Bretter werden nicht mehr gemacht, weil wir kein Holz mehr haben. Da läuft alles. Wie sieht es denn bei meiner Holzplantage aus? Wir haben 84.000 Liter Baumstämme. Ja, mal gucken wir mal. Gucken wir mal. Fangen wir von oben an und machen das, was zu tun ist. Gibt eine Produktionsfolge heute. So, Kleidung. Wir werden also Stoff von der Spinnerei zur Bekleidungsfabrik fahren. Dazu brauchen wir wieder unsere Spedition. Und zwar ohne Leiter. Der hier. So. Mit dir fahren wir, machen wir alles zu, zur Spinnerei. So, Warenausgabe. Das, was wir hier laden, das bringen wir zur Klamotten. Oder habe ich es Bekleidung genannt? Das weiß ich nicht mehr. Bekleidung glaube ich nicht. Doch, da oben, Bekleidungsfabrik. Anlieferung, Produktion. Und das ist nicht die Tierhaut, sondern Stoff.
machen wir einmal und wir machen es jetzt. Und wir werden das alles in den Wurmlöchern machen. Weil wenn ich jetzt das alles mit euch einzeln anfahren würde, kriegen wir niemals alles unter in diesem Video. Deswegen schicken wir die jetzt immer durch die Wurmlöcher. Und dann sehen wir ja alles. Ja, deswegen kommt auch hier gleich das erste Wurmloch. Ich sehe es schon. Und hui! Tada! Da sind wir schon in der Spinnerei. Da laden wir jetzt den Stoff. Auch da oben ist ein Schneemann. Ich sehe einen. Haha. Vor der Tür. Ja, kommt ja nicht rein. Ausweise bitte. Geheimer Nachtclub da oben. Überall Schneemann-Türsteher vor der Tür. Mal gucken, ob wir reingucken dürfen heute. Wie der Fahrer gelaunt ist. Oh, er ist gut gelaunt. Er lässt uns tatsächlich zugucken. Ja, ich finde es eine prima Sache hier. Schön an die Produktion ranfahren. Das Zeug wird geladen. Das gefällt mir. Sind zwar immer die gleichen Paletten, aber es sind ja eh nur virtuelle Paletten. Eigentlich ist es ja quasi Schüttgut. Ja, jetzt müssen wir es bald haben. So viel Stoff war es ja nicht. Ja. So, zumachen tut er automatisch. Da brauche ich mich gar nicht drum kümmern. Ah. Ah, doch, jetzt fährt er weiter. Zack. Und sobald er zu ist, fährt er los. Und bringt das Ganze zur Bekleidungsfabrik. Die ist ja nicht weit, da brauchen wir jetzt kein Wurmloch machen. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Wir haben noch ein paar heute. Aber die paar Meter können wir auch mal mitfahren. Schon weniger Arbeit für mich bei der beim Schneiden des Videos. Ah, Kaffee ist was Gutes. Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Auch immer geblitzt werden. Trinken wir vorher einen Kaffee und jetzt sind die 53 Euro scheißegal. Oh, bei mir wird demnächst auch ein Liebesbrief ankommen. Privat, zu Hause. Ich habe nämlich geträumt, ich bin eine Strecke gefahren, wo ich genau weiß, da ist ein Blitzer und war aber so in Gedanken vertieft, dass ich da nur 10 km/h zum Glück, 10 km/h dran vorbeigefahren bin. Und hat halt auch mal Blitz gemacht, also 10 km/h zu schnell, nicht mit 10 km/h da vorbeigeschlichen und dann geblitzt worden, weil ich zu langsam war. Nee, 70 darf man fahren. Und ich war bei 80. Hab dort total. Ich weiß genau, da ist einer. Und blitzt. Und trotzdem bin ich da vorbeigedöst. Und bin erst wieder aus meinem Tagträumen erwacht, nachdem es geblitzt hat. So. Jetzt können die wieder arbeiten. Können wieder aus dem guten Stoff die guten Klamotten machen. Und wir können mal weiter gucken in unseren Produktionen, was wir als nächstes machen. So, Kleidung ist erledigt. Da läuft alles. Da läuft alles. Da haben wir noch keinen Mohn.
Kuchen wird nicht mehr produziert. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Zucker. Da bringen wir aber Honig ist doch da. An dem kann es nicht liegen. Nee, Eier sind da. Oh, Milch ist keine mehr da. Doch, Milch ist auch da. Vielleicht ist der Kuchen voll. Nee, voll ist er auch. Ach, es sind keine Erdbeeren da. Wie soll ich mir mache Erdbeerkuchen ohne Erdbeere, mein Freund? Ja. Das ist eine Falle für unsere Palette-LKW-Inspedition hier. Oh, die habe ich immer noch nicht in die Waschanlage geschickt, aber jetzt stelle ich dich um auf LKW. Zack. So, wir machen wieder hole, bringe. Und zwar hole tue wir bei. Wo hole man sich überhaupt? Ach, Logistikzentrum, logisch. Logistikzentrum und zwar im Frischelager. Frischelager, Beladung, Paletten. Da, das klingt richtig. Da fahren wir hin. Abladen tun wir beim Bäcker und zwar Bäckeranlieferung Palette. Und das sind eure Palette. Wir machen eine Male und Abfahrt. So, ich würde sagen, ich mache eine Wurmloch und wir sehen uns wieder, wenn der LKW hier an der Rampe steht. Und da kommt es auch schon. So, da kommt er angefahren an die Rampe des Schreckens. Die hat mich ja Nerven gekostet, diese Rampe hier. Weil das Ranfahren hat ja immer prima geklappt, aber das Wegfahren, der wollte manchmal den Weg nicht gefunden oder. Ich habe mich da zu Tode geärgert, bis ich endlich das richtig eingestellt habe und so platziert habe die Punkte, damit er jetzt endlich da rausfährt. Ich hoffe, das klappt jetzt diesmal nicht, dass der mir jetzt hier in die Seite fährt und mich für euch bloßstellt. Wir wollen ja hier richtig Erdbeeren laden. Nein, nicht Erdbeersaft, auch kein Honig. Eier brauchen wir nicht, wir brauchen Erdbeeren. Hier haben wir sie ja, genau. Da muss ich. Da fehlt mir das 10er-Schritt. Schade, dass es da nicht gibt. 32 Paletten können wir laden. 30, 31, 32. Und okidoki. Und dann gucken wir mal, dass der richtig rausfährt dieses Mal. Geladen ist er. Und ja, diesmal klappt's. Ha! Hat sich doch der Ärger gelohnt. Ja, der fährt jetzt zum Bäcker. Und ich würde sagen. Wir sehen uns beim Bäcker. Und ich springe jetzt hier durchs Wurmloch. Und? Vom Logistikzentrum bin ich jetzt hier zur Warenannahme beim Bäcker gesprungen. Und gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie die Paletten Erdbeeren hier abgeladen werden. Da geht's auch schon runter. Warum bleibt der nicht stehen? Er bleibt zu spät stehen. Dann es geht noch. Lädt halt nur langsam ab. Erdbeeren, die laden halt langsam ab. Zack, alle Erdbeeren runter. Und wir können gucken, was wir als nächstes tun. Schwups. Gehen wir wieder in unsere Productions. So, das ist erledigt. Mineraldünger wird nicht mehr gemacht, weil wir haben das Mineraldünger. Ja, Mineraldünger. Ist das voll? Nein, ist nicht voll. Was fehlt uns denn? Uns fehlt. Au. Uns fehlt Resta. Wo habe ich denn jetzt viel Dresda gesehen? War das bei der Zuckerfabrik? Lass ich mal gucken. Zuckerfabrik? Jawohl. Da holen wir uns den Dresda. So, wir brauchen wieder LKW. Das wird dann unsere letzte Amtshandlung für dieses Video. Diesmal brauchen wir den Schüttgut-LKW. Das ist der hier. Schwupps. Mit dir fahre ich zur. Mach mal alles zu wieder. Zur Zuckerfabrik. Beladung Dresda. Schwupps.
Das bringen wir dann zur Düngerfabrik, Anlieferung, Produktion. Und das ist Traubendresta. Zack, machen wir einmal. Und wir machen es jetzt. Und natürlich machen wir das auch wieder schön mit Wurmloch. Sobald wir aus dem Tor draußen sind, da ist auch schon das Wurmloch. Und hui! So, da sind wir schon bei der Zuckerfabrik. Dank den Wurmlöchern geht es hier alles ratzi. Und da müssen wir jetzt laden die gute Dresda. Danach kommt noch ein Wurmloch. Und dann sind wir bei der Düngemittelfabrik. Da lade ich dann ab. Und da werde ich mich auch dann von euch verabschieden, denn das Video ist trotz den Wurmlöchern auch schon vorbei. Mehr kriegen wir einfach nicht gebacken bei der kurzen Zeit, die wir haben. Und ich habe mir vorgenommen, in der nächsten Folge werden wir den Schuhmacher platzieren, damit unser Leder weiterverarbeitet werden kann. Ja, so. Ja, jetzt ist wieder kurz vor Feierabend und die kommen hier mit einem Feuer. Hier, Ernst Kuno, mein Vertreter, der macht es. Also ruf bitte bei dem an. Dankeschön. Zack. So. Ich werde jetzt halt hier ein Standwurmloch aktivieren. Und das bringt uns dann zur Düngemittelfabrik. Natürlich voll beladen. Und so, da sind wir schon. Und wir sehen, die Ware wird vorschriftsmäßig hier in der Düngefabrik abgeladen. Das gibt mir die Gelegenheit, mich groß zu machen. Und dann kann ich mich hier von euch verabschieden. Ja, wir haben es geschafft für heute. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Und wenn das der Fall ist, dann schaut doch gerne morgen wieder rein. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und natürlich gilt wie immer, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich sage Tschüss, Arrivederci und Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Obi. Das Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss rein. Und heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weiter, gehen auf Wiedersehen.